Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Ich möchte gerne mit jungen Leuten vorwiegend sprechen, die in sehr jungen Jahren schon etwas sehr Extremes erlebt haben. Sei es eine schwere Krankheit, sei es ein Unfall oder vielleicht eine plötzliche und unerwartete Konfrontation mit dem Tod im direkten und nahen Umfeld. Also jung und vom Schicksal getroffen, wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer, das ist die Doreen und Doreen ist 36 Jahre. Hallo Doreen. Nein, ich bin 21. 21 bist du? Ja. Ja, Doreen, ich grüße dich. Hallo. Du hast dich zu unserem Thema gemeldet, jung und vom Schicksal getroffen. Ja. 21 Jahre alt. Mhm. Was ist passiert? Also mit 16 Jahren habe ich erfahren, dass ich Hepatitis C habe. Mit 16 Jahren? Ja. Hm. Eine Bitte, Doreen, machst du den Ton des Fernsehens oder des Radios ganz aus? Ja, mache ich. Dann können wir besser miteinander sprechen. Ja, mache ich. Mit 16 Jahren erfahren, dass du Hepatitis C hast. Ja. Wie hast du dir das geholt? Und wo hast du dir das geholt? Also ich bin halt, also ich war halt drogenabhängig. Mhm. Und ja, also ich habe damals, wo ich einen Entzug gemacht habe, da einen Jungen kennengelernt. Mhm. Und der hatte sich vorher schon gespritzt. Und dann bin ich da halt zusammengekommen. Ja. Und dann halt später. Da warst also du so ungefähr wie alt? In welchem Alter reden wir jetzt? 16 Jahre war ich da. Als du es erfahren hast, aber als es... Das war ein paar Monate vorher. Ach so, verstehe. Mhm. Das war ein paar Monate vorher. Mhm. Dann habe ich dann halt davon kennengelernt und bin dann halt mit ihm zusammengekommen. Mhm. Und dann halt, wo ich dann halt zu ihm gefahren habe, habe ich dann halt erfahren, dass er sich halt gespritzt hat. Mhm. Und er hat mich dann halt verleitet. Bitte? Hat er dich verleitet? Ja, verleitet, dass ich mich halt spritze. Ja. Und da bin ich halt in den Genuss gekommen und hab's halt gemacht, also war halt noch jung. Ja. Und dann 3 Monate später habe ich dann halt wieder einen Entzug gemacht. Moment, das heißt, der Junge war Hepatitis C erkrankt? Das wusste ich aber nicht. Das wusstest du nicht, aber so war es dann, so kam es dann hinterher raus. Ja. Und du hast dieselbe Nadel benutzt wie er? Das hat er, also der hat die irgendwie vertauscht. Der hat die vertauscht. Also ich habe davon nicht mitbekommen. Ach, du dachtest, das wäre eine sterile Nadel und ja. es war aber nicht so. Das ja, heißt, so. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen vorne nochmal zurückklappen. Du warst heroinabhängig? Ja. Ab welchem Alter? Ab 14. Ab 14. Hm. Also mit 14 habe ich angefangen. Hm. Wie kam das, dass du überhaupt in diese Szene reingekommen bist in dem Alter? Also von meinem Ex-Freund, der Kumpel, der hat mich halt auch halt verleitet. Der hat es mir halt gezeigt. Und halt mein Ex-Freund, der hat da gesagt, ich soll's nicht machen. Mhm. Hab mich auch dran gehalten, nur irgendwann konnte ich halt nicht mehr Nee sagen. Ja. Also ich wollte halt mal ausprobieren, war halt noch so, jung. Und ja. So, nun ist dann dieser schlimme Vorfall passiert mit der Nadel. Ja. Das hatte zur Folge, dass du dir diese schwere Erkrankung, zumindest diese Hepatitis C-Virus geholt hast. Ja, also ich bin halt dann wieder auf Entgiftung gegangen. Mhm. Und die haben halt den Blut von mir abgenommen. Mhm. Und da hat mich da schon eine Schwester drauf angewiesen, also wieder auf der gleichen Station. Hat mich dann so eine Schwester angesprochen und hat mich gefragt, ob ich mit den Jungen die Nadel getauscht habe oder aufs Besteck. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, nee. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass ich vielleicht Glück habe, dass ich keine Hepatitis C habe. Und ich wusste halt auch nicht, was es ist. Ja. Aber du hattest leider dann kein Glück und es hat sich dann herausgestellt, dass du es doch hast. Ja, und dann haben sie halt gesagt, wir müssen halt ihre Mutti anrufen, die muss mal herkommen. Mhm.
Und dann haben sie halt das zu mir gesagt und ich bin halt dann zusammengebrochen. Ja. Also ich wusste nicht mehr weiter. Sagen wir mal, das ist ja eigentlich leider immer noch nicht so richtig bekannt. Hepatitis C ist eine ausgesprochen schwere Erkrankung und ja. Durchaus mit HIV, mit AIDS zu vergleichen. Ja. Und auch eine bislang unheilbare Erkrankung. Jetzt bist du 21 Jahre alt. Seit 5 Jahren hast du diese Erkrankung. Wie lebst du damit? Also mir jetzt halt schlecht. Und halt damals, wo ich halt auf der Station war, hat mir halt gleich die Oberärztin angeboten, dass ich halt nach Halle kann und um eine Interferonbehandlung mache. Eine Interferonbehandlung? Interferon. Das ist was? Das ist eine Behandlung gegen Hepatitis C, also dass der Virus ausgeheilt wird. Und ich habe die Behandlung halt durchgezogen und dann haben sie halt gesagt damals, dass der Virus nicht mehr nachweisbar ist. Aber jetzt ist wieder rausgekommen, dass er halt doch wieder nachweisbar ist. Ja, und wie geht es dir im Moment? Im Moment geht es mir schlecht. Also ich ziehe mich halt nur zurück, habe keine Freunde mehr. Wie geht es dir körperlich? Körperlich ziemlich schlecht. Kannst du mal so ein paar Beispiele? Ich esse nichts. Ich esse nichts. Ja. Fühle mich halt immer schlapp. Ja. Und halt bin halt nur ohne Wohnung und keine Ahnung, gucke halt nach Fernsehen und ziehe mich halt zurück von der Außenwelt. Also kann man sagen, dass diese Infizierung damals dein Leben wirklich kolossal in eine andere Bahn gerissen hat? Ja, also die Ärzte haben auch damals zu meiner Mutti gesagt, also nicht zu mir, sondern zu meiner Mutti, dass ich halt nur noch 10 bis 15 Jahre zu leben habe. Hast du denn erstmal geschafft, irgendwie einen Schulabschluss noch zu machen oder eine Ausbildung? Gar nichts. Also ich habe einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Ah ja. Aber eine Ausbildung habe ich leider nicht. Ich suche ja, aber ich finde halt keine. Könntest du denn aufgrund deiner körperlichen Beschwerden, die du hast, überhaupt den ganzen Tag arbeiten gehen? Also 8 Stunden könnte ich schon machen. Das könntest du? Ja. Aber man weiß es auch nicht, wie sich das entwickelt. Das könnte sich auch in ein paar Monaten und im Jahr noch verschlimmern, oder? Ja, es könnte schlimmer werden, Bist du denn im Moment auch in ärztlicher Behandlung? Also ich bin im Moment ich mache jetzt wegen die Drogen, mache ich jetzt eine Subutex-Behandlung. Eine was für eine Behandlung? Eine Subutex-Behandlung. Was ist das? Das ist so eine Ersatzdroge für Heroin. Ah, das heißt, von dem Problem bist du auch immer noch nicht ganz weg? Nee. Du hast also nachdem damals herauskam, dass du Hepatitis C infiziert bist, hast du noch weiter Heroin genommen? Nee, da war ich jetzt 1,5 Jahre lang clean. Und habe halt einen Freund kennengelernt, der weiß das ja auch alles. Und durch den Streit halt hatte ich halt einen kleinen Rückfall gehabt. Danach habe ich mich aber gleich wieder in ärztliche Behandlung gegeben. Aber jetzt bin ich halt in einer ambulanten Behandlung. Ja. So, das heißt, ganz wichtig wäre jetzt für dich, dass diese ambulante Behandlung erfolgreich verläuft. Ja. Dass zumindest dieses Problem erstmal im Griff ist? Ja, das ist im Griff. So. Und dann wäre dein Wunsch, dass du einen Ausbildungsplatz bekommst? Ja. Und halt auch mal Freunde finde. Glaubst du denn, dass das einen Zusammenhang gibt, dass du Hepatitis C hast und keine Freunde in deinem Umfeld sind? Also von meinen Freunden damals habe ich mich ja alle getrennt, halt durch die Drogen und die Schichte. Also das hängt alles irgendwie zusammen, auch mit den Drogen, ne? Das kann man gar nicht so auseinanderhalten, glaube ich. Aber nochmal die Frage, bist du auch wegen der Hepatitis C in Behandlung im Moment? Nee, da traue ich mich nicht. Warum nicht? Na, weil ich nicht wissen will, halt wann ich sterbe. Ja, aber das ist aber eine sehr gefährliche Einstellung, Doreen. Vielleicht, ich kann das medizinisch ja nicht beurteilen, aber vielleicht ist das im Moment noch so eine Phase, wo man dir durchaus mit Medikamenten gut stabilisierend zur Seite stehen könnte. Wenn du überhaupt nichts machst und das gar nicht beobachten lässt, ist natürlich die Gefahr riesig, dass es irgendwann ganz rapide alles zusammenkracht und es dir sehr schlecht geht dann. Also eine ärztliche Kontrolle oder zumindest mal eine ärztliche Untersuchung wäre sicher sehr angebracht mal. Würde ich dir dringend raten, auch wenn du hast einen Wunsch, du möchtest eine Ausbildung machen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du relativ stabil bist. Und so hängt ja alles doch an seidenen Faden im Moment. Ja. Also ein Arztbesuch würde ich ja wirklich dringend empfehlen.
Wirklich? Ja. Doreen, ich würde mal gerne haben, dass mein Psychologe dich nochmal anruft. Dann könnt ihr auch im Hintergrund nochmal eingehender reden und er kann vielleicht dir auch noch ein paar weiterhelfende Ratschläge geben. Ja, sollen wir das mal so machen? Ja, und ich wollte noch was sagen. Also ich wollte noch sagen, also an die Leute da draußen, also dass die sich halt nicht versuchen sollten zu spritzen und auch nicht auf den Gedanken kommen sollen. Also ein klarer Appell von deiner Seite, die schon eine ganze Menge jetzt mitgemacht hat. Ja. Und weiß, wie schlimm das ist. Ja. Und wie tief man fallen kann und wie schwierig es ist, wieder rauszukommen. Ja, das stimmt. Liebe Doreen, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und du legst bitte auf und wirst von meinem Psychologen, dem Peter, gleich nochmal angerufen. Okay, danke. Ja? Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, unser Thema heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Ich möchte mich also mit jungen Leuten unterhalten, die schon in jungen Jahren etwas sehr Heftiges erlebt haben. Eine Krankheit, einen Unfall, eine Konfrontation mit dem Tod und die aufgrund dessen ja einen ganz anderen Lebensweg gehen, als sie eigentlich geplant und erhofft hatten. Wenn ihr gerne auch mit mir reden wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Martina. Martina ist 26 Jahre. Hallo Martina. Hallo. Martina, was ist bei dir passiert? Also ich hatte sozusagen mit 20 Jahren Autounfall und damit eigentlich Glück um Unglück. Und zwar ist durch diesen Autounfall eine schwere Erkrankung zum Vorschein gekommen. Bei dir? Ja, bei mir. Ja, was für eine Erkrankung? Also das ist so eine rheumatische Systemerkrankung, also eine schwere Autoimmunerkrankung. Ja. Das heißt also, dass der Körper oder das Immunsystem das körpereigene Gewebe zerstört quasi von... Also der Körper, ganz platt ausgedrückt, der Körper zerstört sich selbst. Richtig, richtig, wenn das eben nicht mit Medikamenten aufgehalten werden würde eben. Ne? Und diese Erkrankung, wie ist der ganz korrekte Name? Das ist eine sogenannte Mischkollagenose. Ja, und diese Erkrankung ist ausgebrochen durch einen schweren Autounfall? Nein, nicht ausgebrochen. Danach ist sie erkannt worden. Das ist so ein schleichender Prozess gewesen. Ich hatte vorher Mischenprobleme. Und zwar beinhaltet diese Kollagenose auch eine ganz große Muskelschwäche. Ja. Und ich hatte immer schon Probleme beim Treppensteigen, ins Auto rein, ins Auto raus und dann eben... Schon in dem Alter? Ja, schon in dem Alter. Also das ging schon so ungefähr 2,5 Jahre vorher, hat es schon angefangen. So, aber ganz, ganz langsam. Ja. Und ich war dann auch schon bei Ärzten, weil ich immer ganz tolles Herzrasen hatte und die Blutkontrollen und was nicht, aber mein Hausarzt hat damals immer gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, ist nix und mach dir mal keine Gedanken, du bist noch jung so ungefähr, das wird nichts Ernsteres sein. Ja, und was war das für ein Unfall, wie... Ich bin von der Straße abgerutscht, ich bin Ende März zur Arbeit gefahren 2001 und bin von der Straße abgerutscht, eben am Baum gelandet, sag ich mal. Und dadurch bin ich in den Nachbarort. Der Arzt hat dann gesagt, wir schicken Sie doch mal in die Klinik, weil ich am Steuer ja gesessen habe. Achso, es war da gar nicht so was ganz Schlimmes passiert bei dem Autounfall? Nee, eigentlich, ja, ich sag mal so fast eine Lappalie sozusagen. Ja. Und du warst allein im Auto? Ich habe allein im Auto gesessen, ja. Und bin dann ins Krankenhaus und dann werden die Untersuchung gemacht, da wurde Ultraschall vom Herz gemacht. Und da wurde eben festgestellt, dass ich einen Erguss im Herzen habe und nun wussten die nicht, kommt das vom Unfall? Und dass der eventuell größer wird oder war das vorher schon? Ja. Und dadurch bin ich dann per Hubschrauber gleich mit dem Hubschrauber in der Spezialklinik eben geflogen worden. Weil das klingt ziemlich ernsthaft, ne? Ja, richtig. Ja. Wenn der Beutel nämlich, ich sag mal, immer größer wird oder die Wasser ansammeln, dann kann das sein, also dass sich das Herz quasi verschließend, du dann eben tops gehst. Ja, also. Ja, ja. Und da bin ich dann auf Intensivstation gekommen. Und so nach und nach hat sich das dann rapide verschlechtert alles, die Blutwerte, mein ganzer Gesamtzustand. Ich musste nachher künstlich ernährt werden eine ganze Zeit. Bin dann auf der Herz-Lungen-Station gelandet und die Ärzte wussten eigentlich gar nicht, was sie mit mir machen sollen. Ne? Was ja verrückt ist, du hast einen relativ harmlosen Autounfall gehabt und hängst dann an der Herz-Lungen-Maschine in eine Intensivstation. Ja, so, das, das heißt, die waren ratlos. Was ist da los mit der Frau? Ja, richtig. Und teilweise, also ich habe da teilweise auch tagelang nur so gelegen, die kamen dann rein und haben geguckt, auch gut so ungefähr, na, sie ist noch da, ne, und ging dann noch wieder, weil keiner wusste, was es wurden dann verschiedene Untersuchungen gemacht und dann eben nach und nach kam dann auch von einer anderen Klinik eben eine Spezialärztin rüber und hat dann gesagt, weißt du was, wir nehmen Martina erstmal auf. Ja. Wie lange hat das denn gedauert, bis man dann eine Diagnose gestellt hat? Also ich habe vom März bis Ende August
mit anschließender Reha, also im Krankenhaus verbracht. Von März bis Ende August? Und da wusste man immer noch nicht Bescheid? Doch, da wusste man dann nachher schon, dass es sich um so eine, also es hat viele Monate gedauert, bis man es wusste. Ja, richtig. Mhm. Weil das ist so eine spezielle, also ich sag mal so, so die Anzeichen, die ich habe oder das Krankheitsbild, was ich so habe, das hat keiner weiter. Lass mich nur mal fragen mit dem Unfall. Das heißt, wenn du diesen Unfall nicht gehabt hättest, wäre genau das alles auch passiert? Dann wäre das auch passiert, aber die Ärzte haben gesagt, ich habe wirklich Glück gehabt, weil ich hätte maximal noch 2 oder 3 Wochen gehabt und wäre dann zusammengebrochen und wäre tot gewesen. Ach, also dieser Erguss war schon im Herzen drin vor diesem Unfall. Ja, und keiner weiß eben wie lange, ne? Und keiner weiß wie lange und der Unfall war letztendlich dein Glück in diesem Unglück, dass man dich dann da durch und durchgecheckt hat. So nach und nach eben, ne? Ja. Und dann bin ich Das ist ja verrückt. Also ja, in eine Rheumaklinik gekommen und die haben sich dann auch alle, also die Hände über den Kopf zu gesetzt und sagen, die waren alle ganz nett und was nicht, ne? Und haben mich dann auch mit Cortisonen vollgepumpt und was nicht. Ich hatte auch nur noch knappe 45 Kilo auf den Rippen. Ja. Und ich war da auch, wie gesagt, das Nesthäkchen eben, weil ich teilweise trifft die Erkrankung, also ich sag mal, Anfang oder Ende 40. Ja, ältere Leute. Ja, genau. Lass uns mal einen Sprung in die Jetztzeit machen. Jetzt bist du 26 Jahre alt. Wie ergeht es dir denn im Moment mit dieser doch sehr schweren Erkrankung? Also es ist schwer, mit dieser Erkrankung zu leben, sag ich mal. Weil man weiß, man hat sie. Im Grunde genommen weiß ich nicht wirklich, wie alt ich werde, weil... Gibt es keine Prognosen? Es gibt keine, nicht wirkliche Prognosen. Also mein Alltag hängt von Medikamenten ab. Du musst sehr starke Medikamente nehmen? Ja. Kannst du dich normal noch bewegen oder sitzt du im Rollstuhl? Nein, ich habe am Anfang nach dem Autounfall 2 Monate im Rollstuhl gesessen. Mhm. Aber dadurch, dass die Medikamente oder dass ich super auf die Medikamente abgestimmt bin, also geht das. Mhm. Ich habe Probleme, mich vorzubringen. Es gibt Tage, da die verbringe ich im Bett, weil ich nicht rauskomme. Nun kann man sich das immer so schwer vorstellen, wenn man sagt Autoimmunerkrankung. Mhm. Heißt das auch, dass du permanent zum Beispiel Schmerzen hast im ganzen Körper? Ja, es gibt Tage, da kann ich mich kaum bewegen. Mhm. Also es gibt Tage, da kann ich Bäume ausreißen, sag ich mal. Mhm. Da kann ich Luftsprünge machen, aber dann gibt es Tage, da geht gar nichts. Verläuft diese Erkrankung in Intervallen? Ja, was heißt Intervallen? Wie gesagt, das sind so mehrere, mal sind es die Nieren eben, die aktiv sind, ganz doll, dann ist es auch mal wieder der Magen oder der Darm, der dann Probleme bereitet. Achso, weil alles betroffen ist und am Körper. Also jedes Organ ist betroffen und jedes Organ kann irgendwie jeden Tag irgendwie Probleme bereiten. Ja, und eben die Muskeln dann teilweise auch, die tun dann oft weh. Und dadurch, also ich habe eine Myositis, also einen Muskelschwund, der ist aber jetzt eben gehemmt. Mhm. Also nicht aktiv, sage ich jetzt mal. Nicht aktiv, ne? Das heißt, das kann aber auch wieder ausbrechen. Ja, richtig. Jetzt bist du erst 26 Jahre alt. Wenn man dann eine solche Erkrankung hat oder eben mit 21 schon weiß, man hat sie, verändert sich das Leben ja kolossal zu dem eines, ich sag mal so, eines normalen 26-jährigen Menschen. Mhm. Ja. Wie lebst du? Wie lebst du? Hast du einen Freund? Hast du einen Beruf? Ich bin verheiratet. Ah ja. Ja, ich habe meinen Mann kennengelernt, also mit der Erkrankung, 2002, also kurz danach. Und habe auch gleich mit offenen Karten gespielt und was nicht, ne? Und auch bei der Familie und was nicht. Also ich bin zu Hause. Ja. Ich habe nach dem Unfall meine Ausbildung abbrechen müssen. Mhm. Und habe dann eine Umschulung 2004 angefangen, die habe ich auch beendet. Als was? Als Verwaltungsfachangestellte. Ja. Und bin aber danach, also ich habe den Abschluss mit Verzögerung machen müssen. Also ich habe den ersten Abschluss nicht mitmachen können, weil ich im Krankenhaus gelegen habe. Und dann habe ich ein halbes Jahr später eben meinen Abschluss gemacht. Bin aber danach, nachdem ich den Abschluss gemacht habe, auch gleich wieder in die Klinik gekommen. Das heißt, du hast den Abschluss in der Tasche, kannst das aber gar nicht anwenden, was du gelernt hast. Richtig. Ich bin Rentnerin. Ist Rentnerin. Mhm. Ich habe dann auf Anraten des Arztes einen Antrag gestellt. Ja. Und der ist auch ohne Probleme, ohne dass ich irgendwo zum medizinischen Dienst musste, durchgegangen. Ja, gut, bei der Schwere der Erkrankung. Du sagst, du bist verheiratet. Normalerweise gibt es ja auch so Überlegungen, Planungen, Kinder ja, Kinder nein. Mhm. Könntest du noch? Mhm. Das geht nicht mehr. Also ich kann, aber ich darf nicht quasi. Ne? Mhm. Also ich... weil zu 99% das Kind behindert zur Welt kommen würde und das und teilweise oder wahrscheinlich auch die Entbindung mit meinem
bei der Entbindung mit meinem Tod zu rechnen wäre. Es ist auch, wenn Operationen sind oder so, dadurch, dass ich einen starken Blutverdünner nehme, also schon möchte ich Zahnarzt. Alles mit hohen Risiken verbunden. Ja, richtig. Das wusste dein Mann alles auch von Anfang an und das war dann auch für ihn klar und kein Problem. Ja. Wie ist es so im Bereich der Sexualität? Kannst du das normal leben oder geht das wegen der Erkrankung auch nicht? Also das geht normal, also da gibt es keine Probleme. Natürlich, es gibt Tage, also wenn mir sämtliche Knochen wehtun, natürlich, oder ja. Dann natürlich nicht nur das Problem ist, mein Mann liegt die Woche aus. Also das heißt, ich bin teilweise auch allein zu Hause, ne? Die Woche über. Das heißt, du lebst so mit einer völligen Ungewissheit, wie es weitergeht und vor allen Dingen auch mit der kompletten Ungewissheit, wie lange du leben wirst. Gut, die Ungewissheit haben wir alle, aber du hast eben zusätzlich noch diese schwere Erkrankung. Also es ist wie gesagt, also die Ärzte können dir auch nicht sagen, es kann sein, dass ich keine 30 werde, es kann sein, dass ich 70 werde. Mhm. Ja, wie gehst du damit um, mit diesem Damoklesschwert, was da über dir hängt? Das ist immer, es gibt Tage, da falle ich immer in so ein tiefes Loch. Mhm. Und dann weiß ich manchmal auch nicht weiter. Also ich nehme auch Antidepressiva. Mhm. Also letztes Jahr im November, da war ich in der Klinik, da war das ganz, ganz extrem. Mhm. Da habe ich dann auch keine Wahrnehmung oder keine Gefühle mehr gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich bin in so ein richtiges, tiefes, schwarzes Loch gefallen, obwohl Familie und alles hinter einem steht. Mhm. Und man weiß das auch, dass die hinter einem steht. Aber man weiß eben nicht, was machst du? Ich will nicht vor meinen Eltern sterben. Ja, Ich möchte nicht, dass meine Eltern mich... Also sicherlich ist es dann auch in Ordnung, solche Medikamente zu nehmen. Da gibt es ja mittlerweile auch sehr gute und weiterentwickelte, die nicht mehr so den Schrecken haben wie früher, wenn man das so hörte. Mhm. Also es ist eigentlich kein Präparat für meine Erkrankung. Das kommt eigentlich aus der Chemotherapie. Das bekommen eigentlich Leute, die eine Organtransplantation bekommen. Ach so. Also eigentlich, ich kann froh sein, dass die Krankenkasse das übernimmt. Hast du einen Freundeskreis? Ja, ich habe Freunde. Das merkt man auch. Du bist eigentlich ein sehr, sehr ein Mensch, der, wie du es gerade erzählt hast, dass du den Abschluss nachgemacht hast, dass du geheiratet hast, der aber auf jeden Fall auch sehr lebensbejahend ist, trotz all dem, was... Und dann ist es immer, wie gesagt, die andere Seite denn eben, ne? Wenn du denn in so ein Loch fällst und dann denkst, oh Gott, was passiert? Klar. Na, was ist? Hast du denn begleitend zu der Erkrankung auch schon mal eine Psychotherapie gemacht? Ja, das ist mein Problem davor. Also davor habe ich Angst, ehrlich gesagt. Mhm. Ich war damals, als ich in die Klinik gekommen bin, da wusste ja keiner, was mit mir ist. Und dann habe ich hinten mit einem Psychologen, damals habe ich gesagt, oh Gott, was will der Quacksalber hier, hinten im Zimmer gesessen und da wusste ich wirklich am Ende der Frage nicht, was er am Anfang gesagt hat. Mhm. Und dann, ich hatte wirklich eine schöne Kindheit und der fragt mich den knallhart, hatten Sie eine schlechte Kindheit, wurden Sie geschlagen und sowas. Und dann ich, was will der von mir, ne? Was sehe ich so aus oder was? Ja. Ich wollte nicht in meinen Kopf rein. Aber weißt du, alle sind nicht so wie der, den du kennengelernt hast. Ja, aber das war ein Klinikpsychologe. Ja, das heißt gar nichts. Ja, das heißt gar nichts. Weißt du, wie viele Psychologieprofessoren auch so sind, dass man sich abwendet und geht, oder gehen sollte. Also generell, glaube ich, wäre das eine gute Sache für dich, wenn du da, aber du musst auch wollen und auch Interesse haben. Wenn du da mit Widerwillen hingehst, bringt das gar nichts. Nee, das ist mir auch klar. Da musst du für dich irgendwie einen anderen Weg suchen, der seelischen Stabilisierung. Aber so ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das nicht schlecht, wenn man das macht, da diese Erkrankung mit Sicherheit auch eine seelische Komponente hat. Ja. Also ich finde für mich eine ziemlich große, ehrlich gesagt. Ja, siehst du? Ne? Also ich sag mir immer, gut, es gibt Leute, die sind schlimmer dran als ich, aber ich muss damit leben. Ich wünsche diesen Scheiß auch echt keinen Anhalt. Ja. Und vor allem das Witzige, das ist nicht das Witzige, aber das Komische ist, man sieht es nach außen hin nicht. Ne? Nur wenn ich voll gepumpt mit Cortison. Dann sieht man das, dann macht sich das bemerkbar. Und letztes Jahr im November, wieder auf 44 Kilo runter, jetzt habe ich 75 drauf. Ne? Das ist immer so ein ewiges Auf und Ab. Martina, wenn du gerne noch ein paar Infos von uns haben möchtest in Sachen Psychotherapie, können wir dich gerne nochmal zurückrufen. Ja, das wäre ganz lieb. Könnte ja nicht schaden. Ich meine, du musst es ja eh für dich entscheiden. Ja, und auf alle Fälle. Aber wir können dir gerne die Infos geben. Das wäre lieb, ja. Ich danke dir für deinen Anruf und für das offene Gespräch und wünsche dir wirklich von Herzen alle Kraft und alles Gute der Welt. Ja, danke. Wir rufen dich an. Du legst bitte auf. Ja, ist in Ordnung. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit, frage ich mal meine Regie, mit der wir weitermachen. Wenn ihr auch anrufen wollt und mit mir sprechen möchtet, unser Thema heute Nacht heißt Jung und vom Schicksal getroffen, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Also ich würde gerne mit relativ jungen Leuten sprechen, die schon in ihrem Alter oder vielleicht noch früher
eine heftige Sache erlebt haben, einen heftigen Schicksalsschlag, einen Unfall, eine Krankheit oder eben auch eine Konfrontation mit dem Tod und aufgrund dessen ein ganz anderes Leben jetzt leben, als sie eigentlich geplant hatten zu leben. Also 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. So, weiter geht es jetzt mit der Carina. Und Carina ist 33 Jahre alt. Carina, guten Morgen. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Was ist bei dir geschehen? Also, ich habe angerufen. Meine Mutter ist im Jahre 2005 an einem Gehirntumor erkrankt. Die hat ein Glioblastom Grad 4, heißt also schnell wachsend und bösartig. Mhm. Dagegen gibt's bis jetzt noch nichts. Ich war da auch sehr aktiv, habe halt versucht, mit etlichen Professoren zu telefonieren, auch nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und habe mich halt auch versucht, irgendwo für meine Mutter einzusetzen. Mhm. Und das war bei der Diagnose ja von Anfang an eigentlich ein Laufen gegen Windmühlen. Ist sie operiert worden? Man hat versucht, ihr eine Gewebeprobe zu entnehmen. Mhm. Und bei dieser Gewebeprobe bekam sie dann einen Hinterwandinfarkt, also einen Herzinfarkt. Und ja, da war sich der Professor damals mit dem Anästhesisten nicht so ganz einig. Dann haben die mich aus dem OP angerufen, haben gefragt, ja, wir sind hier gerade im OP, ihre Mutter hat einen Hinterwandinfarkt, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir aufhören, sollen wir weitermachen? Hm. Das ist nur so eins von diesen heftigen Dingen. Ja, Moment, das ist aber ultra heftig. Da kriegt man als Tochter einen Anruf aus der laufenden OP der Mutter, die hat einen Herzinfarkt gehabt. Soll man weitermachen oder nicht weitermachen? Was bedeutet weitermachen, was bedeutet nicht weitermachen? Ja, ich habe dann auch gefragt, heißt das denn, wenn ihr jetzt weitermacht, Operation gelungen, Patient tot? Oder ja, das können nur unter Umständen sein, soll ich sofort aufhören? Sofort aufhören, soll ich kommen? Ich habe dann alles stehen und liegen gelassen. Ich bin innerhalb von einer knappen Stunde von Kassel bis nach Marburg gefahren. Also wer die Strecke kennt, der weiß ganz genau, was die Frau gemacht hat. Das ist Wahnsinn. Mhm. Tja, weil da gibt's halt nur ein Stückchen Autobahn, der Rest ist dann über Land. Ja. Da stehen noch ziemlich viele Feste. Also die OP wurde unterbrochen oder wurde abgebrochen, nicht unterbrochen, genau. Abgebrochen. Ja. Wie ist es deiner Mutter denn weiter ergangen? Ja, sie ist dann gestorben, kurz vor Weihnachten. Im Jahre 2005? Ja, das hat also 9 Monate gedauert von der Diagnose bis zum Ableben. Waren die letzten Monate sehr schlimm für Sie? Ich denke mir mal, also sie konnte ja dann nicht mehr sprechen. Dadurch, dass der Tumor aufs Sprachzentrum gedrückt hat, das schon ziemlich früh, ich konnte mich mit ihr eigentlich nur noch über die Augen unterhalten. Klar, ich habe mit ihr geredet. Aber sie hat dich schon verstanden noch? Ja, auf jeden Fall. Die konnte dann, Sie hat auch genau verstanden, ihre Mutter, meine Oma, die ist 2 Wochen vorher gestorben. Sie hatte erst einen Unterleibskrebs, einen Wasserproduzierenden, der hat dann Magen-Darmkrebs und so weiter noch ausgelöst. Das sagst du mal gerade so nebenbei. Das muss ja für dich dann alles ein unfassbar schlimmes Jahr gewesen sein. Die Oma stirbt und 2 Wochen später stirbt die Mutter. Ja, vor allen Dingen diese Beerdigung von der Oma. Ich bin ja mit als Letzte auf dem Friedhof, weil die Mama kurz vorher noch zusammengebrochen war. Mhm. Und da habe ich die erst versorgt, habe dann gesagt, so Mama, ich gehe jetzt auf den Friedhof, ich kann dich leider nicht mitnehmen. Ich würde dich gern mitnehmen, aber es ist draußen so eisekalt, dann kriegst du mir eine Lungenentzündung und das möchte ich nicht riskieren. Hm. Und da saß dann eine Freundin bei ihr diese halbe Stunde und ich habe dann auch bei meiner Oma nur die Blumen am Grab abgelegt und bin dann sofort wieder nach Hause. Und mit der Gewissheit, ja, du stehst in den nächsten Tagen wieder hier oben. Das war da schon klar, ne? Ja, dass die Mutter sterben wird. Ja. Wie alt ist deine Mutter geworden? 66. 66. Das war dann auch so dieser Hohn an ihrem Geburtstag. Man hat dann immer dieses Lied im Kopf, ja, mit 66 Jahren, da fängt nichts mehr an. Ja, das war halt einfach schlimm. Ja, und ich habe mich danach eigentlich rundherum um alle gekümmert. Dein Vater lebte und lebt noch. Genau, der lebt. Und habe mich um ihn gekümmert, habe mich um meine Geschwister gekümmert und so. Und ja, und jetzt kam vor 3,5 Monaten mein Zusammenbruch. Also es ging gar nichts mehr. Was bedeutet dein Zusammenbruch? Ich habe an der Arbeit das Zittern angefangen, das Weinen angefangen. Ich hatte einen Puls über 100. Ich kam einfach nicht mehr zurecht. Ein Körper- und ein Nervenzusammenbruch. Ja, genau. Ja. Bist du ins Krankenhaus gekommen? Nein. Nein. Ich habe mich dann noch so weit, also ich mache Außendienst und ich habe mich dann noch so weit
zusammengerissen, dass ich gesagt habe, ich fahre jetzt noch nach Hause. Und die haben dann aber gesagt, ja, dann ruf aber an, wenn du da bist, das möchte man wissen. Mhm. Und das war vor 3 Monaten, sagst du? Ja, genau. Mhm. Wie geht's dir denn heute? Ja, momentan diese körperliche Überspanntheit. Ich habe zum Beispiel wieder langsam gelernt zu schlafen, weil das ging ja die ganze Zeit nicht. Du hast pausiert denn in deinem Beruf? Nein, ich, nee. Du hast nach dem Zusammenbruch weitergearbeitet? Nein, nach dem Zusammenbruch nicht, aber während der Krankheit von der Mama habe ich komplett gearbeitet. Ja, ich meinte jetzt nach deinem Zusammenbruch vor 3 Monaten. Danach hast du erstmal ein bisschen Pause gemacht. Genau, seitdem bin ich zu Hause. Und ach, seitdem. Und musste halt auch schwer kämpfen bei der BFA in Berlin um eine Reha. Mhm. Weil ich hatte mich schon gleich am Anfang um einen Platz gekümmert, hatte den auch. Mhm. Hatte schon die Zusage, ja klar, sie können in 2 Wochen kommen. Und die haben mir aber so viele Steine in den Weg gelegt. Die haben halt gesagt, nö, sie sind doch kerngesund. Was wollen sie denn? Gehen sie an die Arbeit? Das ist ja immer schlimm, wenn man dann diesen ganzen bürokratischen Kram auch noch an der Backe hat, wenn es einem schon selbst so schlecht geht und man gar nicht mehr weiß, was man machen soll. Aber das ist ja auch wieder so ein Beispiel, was du gerade erzählt hast, dass so ein dramatischer Vorfall, wenn die Mutter stirbt, das ist ja eines der schlimmsten Dinge, die einem passieren können im Leben. Das hat ja komplett dein Leben dann auch umgeleitet, ne? Danach war alles anders. Ja, natürlich. Vor allen Dingen so diese ganzen Zukunftsfragen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel mal unterhalten, wie das ist mit heiraten und so. Sag ich, Leute, ich werde ganz bestimmt mal nicht heiraten. Warum denn das? Du kennst doch lange Leute und du findest doch auch noch einen Mann und so weiter. Und dann kam erstmal so diese Leier. Und da habe ich nur gesagt, Leute, wie soll ich denn die Kirche überstehen? Ihr sitzt alle fröhlich, happy in der Kirche. Und jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe, zünde ich erstmal ein Licht für meine Mama an, weil die nicht mehr da ist. Sag ich, ihr wisst überhaupt gar nicht, was das heißt, wenn man in den eigenen Armen die Mutter hat sterben sehen. Ist das so gewesen? Ist deine Mutter in deinen Armen gestorben? Ja. Ist sie zu Hause gestorben? Ja. War sie noch bei Bewusstsein noch zum Schluss? Sagen wir mal, muss ich kurz ausholen. Sie ist ja erstickt, weil sie den Lungenschleim halt nicht mehr abhusten konnte. Also das Gehirn hat halt keine Informationen mehr an die Lunge gegeben, huste jetzt und schlucke dann. Das ging halt nicht mehr und von daher hat das halt 4 Nächte und 3 Tage gedauert und da ist sie halt langsam erstickt. Und die ersten 2 Tage, die waren noch so, dass sie halt sehr schnell geatmet hat und auch sehr laut geatmet hat. Aber sie war dann auch immer noch ansprechbar. Und sie hat auch auf alles reagiert. Und als dann die letzte Nacht angebrochen war, hatte sie dann das rechte Auge die meiste Zeit geschlossen, das linke nur halb geöffnet. Und war eigentlich die letzte halbe Stunde, bevor sie dann wirklich verstorben ist. Da ist sie dann ruhig geworden. Da hat dann dieses laute Atmen aufgehört. Und da hat sie mich angeguckt und sie hat auch nochmal gelächelt und ich habe auch mit ihr gebetet. Das war ihr immer sehr wichtig und ja, man hatte mich 2 Stunden vorher ins Bett geschickt und gesagt, Mensch Carina, du musst einfach mal ein bisschen schlafen. Und dann habe ich aber meinem Vater und meiner Pate das Versprechen abgenommen, wenn irgendwas ist, ruft mich sofort. Und das haben die dann auch gemacht. Und dann bin ich dann ja eigentlich ganz fröhlich unten ins Krankenzimmer und dann gesagt, Mensch Mama, hast mich noch nicht immer gerückt, wir haben heute Abend nicht gebetet und ich habe dir auch deine Losung nicht vorgelesen, das wollen wir erstmal nachholen. Habe ihr die Losung vorgelesen und dann habe ich halt ihre linke Hand mit meiner rechten Hand zusammen gefaltet, habe mit ihr das Vaterunser gebetet und hat sie mich auch die ganze Zeit angeguckt und hat mich auch angelächelt. Ich habe sie dann noch gestreichelt und habe ich gesagt, so Mama, jetzt ist es soweit, deine Engel sind da. Guck mal, die haben alle Kerzen in der Hand und die haben dich ganz lieb und die nehmen dich jetzt mit. Ich halte dich zwar hier an der Hand ganz fest und dann hat sie nochmal selber so richtig gedrückt. Aber ich lasse dich jetzt los, Mama, du musst jetzt gehen. Du musst jetzt mit denen gehen. Die haben dich lieb, die nehmen dich mit, es ist ja alles okay. Und ja, habe ihr halt das Versprechen gegeben, dass ich immer auf den Papa aufpasse. Und ja, dann hat sie die Augen zugemacht und ist eingeschlafen. Sehr bewegend, was du erzählst. Sehr bewegend. Sehr. Tja, und dann bekommt man von dem medizinischen Dienst in Kassel zurückgeschrieben, ja, sowas erleben viele Leute und das ist doch überhaupt gar nicht so und das wäre ja alles okay und ich könnte auch wieder arbeiten gehen. Ich sollte mir über meine Wiedereingliederung Gedanken machen. Genau, so stand da drin. Ich fand das Carina, ganz lecker. Hattest du ein besonderes, enges Verhältnis zu deiner Mutter? Offensichtlich ja, ne?
Ja, ja, ich war das Kleinste. Ah ja, die Kleinste. So das Nesthäkchen und ja, ich wohne auch zu Hause. Also habe hier im Elternhaus eine eigene Wohnung. Das war, ich sag's jetzt nochmal, im Jahre 2005. Ja. Hier ist jetzt einige Zeit vergangen. Wie, in welcher Trauerphase bist du im Moment? Wie soll man das nennen? Also am Anfang war da so diese Erleichterung. So von wegen, Gott sei Dank, wir haben es jetzt alle geschafft. Sie konnte nicht mehr, wir konnten nicht mehr, es ist gut so. Dann kam ja erstmal die Sorge um Vater, Schwester und so weiter, weil es denen halt sehr schlecht ging. Und ich neige halt immer dazu, meine eigenen Probleme wirklich in den Hintergrund zu stellen und mich erstmal um alles andere zu kümmern. Daher auch der Zusammenbruch. Genau, und dann kam das jetzt halt, ja, dieses Vermissen ist so schlimm. Dieses, Mama, wie hast du die Marmelade gekocht? Oder, ja, das sind so... Die so üblichen Alltagsgespräche, all die netten Kleinigkeiten, die man ja Jahre und Jahrzehnte miteinander dann ja ausgetauscht hat und gelebt hat. Genau. Liebe Carina, ich wünsche dir jetzt für deine Genesung wirklich erstmal alles Gute und viel Kraft. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du... Ja, dass du auch vielleicht die Trauer noch nachholen kannst, die du gar nicht richtig hast leben können, weil du so angespannt und so viel gemacht hast die letzten Jahre. Ja. Ne, so hörte sich das vorhin an, was du erzählt hast. Ja, das ist richtig. Also ich war zwar bei einer Psychologin in einer Klinik, also nur halt ambulant immer, ab und zu mal zu Gesprächen und sie sagte halt auch, ja, sie haben meine Power, das ist Wahnsinn. Und fangen rundherum alles auf, aber sie müssen doch immer an sich denken. Sag ich, ja, das kann ich dann machen, wenn ich irgendwann mal Zeit für mich habe. Aber jetzt hat man darüber eigentlich immer noch Späße gemacht. Bist du denn im Moment in psychologischer Behandlung? Nee, momentan nicht. Aber mir ist halt eine Reha jetzt sicher. Ja. Und ich komme auch in ein Haus, was sehr viel mit Trauerbewältigung. Ah ja, das ist gut. Das ist gut. Und wann ist das geplant? Wann geht das los? Ja, also die Genehmigung habe ich, Termin bekomme ich morgen. Also ich denke mir mal, in den nächsten zwei Wochen wird es. Ach so, das hört sich gut an. Das hört sich wirklich gut an. Wie lange wirst du denn da sein? Geschrieben wurden jetzt 4 Wochen, aber na, immerhin, ich denke mir mal, das ist wohl auch. Ja, das ist dann immerhin schon mal ein Anfang und eine gute Sache. Liebe Carina, wünsche ich dir für diesen Aufenthalt wirklich alles Gute, dass er sehr erfolgreich ist und dass du sehr viel Kraft wirst tanken können und wieder so ein bisschen, ja, so, dass sich wieder alles etwas mehr ordnet bei dir. Ich wünsche vor allen Dingen diese Zukunftsfragen müssen sich halt ordnen, weil ich laufe momentan einfach nur wie so ein Hamster in so einem Rädchen rum. Aber insofern ist das natürlich gut, wenn du 4 Wochen da wirklich ganz ausgeschaltet bist und also weg aus dem Alltagsgetriebe und dich da um dich und in Ruhe um dich kümmern kannst, um alles. Ja. Von Herzen alles Liebe und alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer, unser Thema vom Jung und vom Schicksal getroffen und hier ist die Kathi. Kathi ist 19. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich durchgekommen bin. Kathi, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich bin ein bisschen nervös, aber... Ach, das vergeht gleich. Gleich wieder, genau. Also es geht darum, das ist jetzt 4 Jahre her und da ist mein Vater gestorben. Der hat sich selber umgebracht, hat sich erschossen und... erschossen? Ja, und wir haben es halt so über Polizei erfahren. Also wir sind umgezogen von... einer anderen Stadt nach Hamburg, also meine Mutter, meine Schwester und ich und mein Vater ist halt da geblieben. Achso, war die Familie getrennt, also die Eltern getrennt? Ja, die haben sich getrennt und meine Schwester ist 12, ich bin ja 19, ich war dann zu dem Zeitpunkt war ich 15. Ja. Und ihr wart, also du mit deiner Mutter und der Schwester, ihr wart in Hamburg und der Papa war noch da, wo ihr vorher gewohnt habt. Mit einer neuen Freundin. Genau, und dann haben wir halt eines Morgens, da ist die Polizei zu uns gekommen und hat uns gesagt, ja, ihr Vater ist gestorben. Und ich so, nee, das kann nicht sein und wirklich nicht. Und dann haben sie eine Psychologin geschickt. Wunder, die Polizei ist zu euch in die Wohnung gekommen. Ja, genau. Deine Mutter hat aufgemacht. Genau. Und wie alt ist deine Schwester damals gewesen? Das ist jetzt 5 Jahre her, also 4 Jahre, meine Schwester ist jetzt 12, also war sie 7 oder 8. Ja. Und die Polizei hat das in Anwesenheit von euch beiden Mädels gesagt? Genau. Also das war erst so, die haben erst mit meiner Mutter geredet und wir mussten rausgehen. Und dann haben sie uns dazugeholt und haben uns gesagt, dass mein Vater halt gestorben ist, aber noch nicht woran. Das wollten sie der Psychologin überlassen. Die kam dann auch sofort und dann hat sie uns halt gesagt, dass er sich einen Kopfschuss gegeben hat und noch einen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Und an euch?
An uns alle, ja. Hast du den dann gesehen, bald? Ich habe den gelesen. Was stand da drin? Das war halt, er war sehr depressiv und er kam damit nicht klar, dass seine Kinder halt nach Hamburg gezogen sind. Mhm. Und war sehr traurig und ja, er war sehr leer. Obwohl er wollte eigentlich mit zurückziehen, also zu uns ziehen. Aber er hatte da in dem Ort eine neue Freundin. Genau, hatte eine neue Freundin. Und das war aber nicht das große Glück. Irgendwie nicht, nee. Irgendwie nicht, ja. Irgendwie auch unter Druck gesetzt und war auch selber nicht sehr stabil. Mhm. Und ja. Hat er in dem Brief, gab es eine Schuldzuweisung in dem Brief? Nee, überhaupt nicht. Das nicht, also es war nur traurig. Ja, und ich war natürlich, also ich gebe natürlich auch die Schuld. Also auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr Schuldgefühle, weil... Klar, wenn ich noch da geblieben wäre, habe ich mir das überlegt, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Ja gut, aber du warst 14, als die Entscheidung gefallen ist, als ihr weggezogen seid. Ich meine, was solltest du machen? Ja, ich weiß auch nicht. Mit 14 kann man ja so etwas überhaupt nicht überblicken. Wahrscheinlich hat er dir das auch gar nicht signalisiert, dass es ihm so schlecht ging, oder? Nee, ich habe das auch nicht gemerkt. Also das war halt so, zum Teil hat er so Andeutungen gemacht, dass er dass halt irgendwann mit Motorrad gegen Baum fahren wird oder so. Aber ich habe das nicht ernst genommen. Also wie alt ist er denn geworden? Er ist 42 geworden. 42. Was hat er vom Beruf gemacht? Er ist im Bundesgrenzschutz gewesen. Und hat dann halt eine Dienstwaffe sich mitgenommen. Und daher die Waffe auch. Ja. Weil war er denn sofort tot? Ja, ja. Also was ich so gehört habe, ja. Und wo hat er sich erschossen? In seiner eigenen Wohnung. Mhm. Auf einer Couch vom Fernseher. Und er hat sich noch betrunken vorher und ja. In den Kopf geschossen? In den Kopf. Weil ich schläfe. Mhm. Mhm. Und das Heftigste war, dass er uns vorher noch angerufen hat, so 3, 4, 5 Stunden vorher. Und ich ihm noch so am Telefon hatte, ich dachte so, ja, okay, weil ich wollte noch zu meiner Freundin und ich war ein bisschen abgelenkt, ein bisschen im Stress und habe gesagt, ja, Papa, pass auf, ich muss jetzt langsam mal los. Mhm. Und er dann so, ja, tschüss. Und ich wusste nicht, dass das letzte Telefonat war, das ich mit ihm führte. Ja, aber da darfst du dir niemals Vorwürfe machen. Ja. Niemals. Obwohl ich das verstehen kann, dass man das macht. Aber ganz objektiv gesehen, dann musst du dich zur Objektivität immer wieder zwingen. Ja. Kannst du dir da keine Vorwürfe machen? Du wusstest A nicht, dass es das letzte Mal war. Ja. Und B, mit 14 hat man überhaupt keinen Überblick über solche Dramen, die in Menschen ablaufen. Schon gar nicht, wenn die Leute einem das verschleiern. Ja. Da kann man nicht so genau die Menschen beobachten und daraus... Wahrscheinlich hat deine Mutter das nicht mal... Nein, das hat keiner gemerkt. Ja, also ich habe es auch nicht so richtig ernst genommen, wenn er halt so Andeutungen gemacht hat. Mhm. Dieser Brief, hast du den immer noch? Ich habe den gelesen, also der ist bei uns im Schrank irgendwo. Also ich habe den jetzt nicht hier, aber der war schon sehr... Der war sehr emotional, natürlich. Mhm. Und halt, dass er keinen Lebensinhalt mehr hat und seine Kinder sind weg. Und klar, wenn ich das lese, dann gebe ich mir natürlich die Schuld, ne? So ein bisschen mit. Ja, aber wie gesagt, ne? Ja, das kann man irgendwie nicht... Also, ja, da geht wahrscheinlich das Gefühl geht dagegen gegen die Vernunft. Ja, die Vernunft sagt, nein, das ist wahrscheinlich dann eine Schicksalsfügung gewesen, dass er das getan hat. Und das Gefühl sagt, ich hätte es vielleicht verhindern können. Richtig. Obwohl du hättest es nicht verhindern können. In der Situation, wie du damals gelebt hast und wie du entwickelt warst, konntest du es nicht verhindern. Ja, man überlegt sich natürlich, wenn ich da geblieben wäre, ob er dann noch leben würde oder ob Weißt du, was ich glaube? Hm. Ich glaube ja, dass wenn jemand so etwas, das ist ja das Elementarste, was man tun kann, sich das Leben nehmen. Mhm. Ich glaube, dass dein Vater wahrscheinlich so tief depressiv erkrankt war, dass es über kurz oder lang passiert wäre, auch wenn du in der Stadt geblieben wärst. Ja, da habe ich mir auch schon überlegt, auch schon mit Freunden darüber gesprochen. Die meinten so, ich hätte es auf keinen Fall verhindern können. Mhm. Und dass es eventuell noch gefährlich für mich geworden wäre oder so. Vielleicht war das für ihn so der I-Punkt da, auf sein ganzes Empfinden, dass ihr weggezogen seid. Aber wahrscheinlich liegt dem zugrunde ein jahrelanger innerlicher Kampf mit sich selbst. Das kann gut sein. Also. Jetzt sind viele Jahre schon vergangen. Wie bewertest du das, dass dein Vater das getan hat? Also ich finde es erstmal richtig feige, weil er uns alleine gelassen hat, weil er uns sozusagen verlassen hat und sich mit seinem Problem nicht befasst hat sozusagen. Mhm. Ich wusste auch nicht genau, was sein Problem war, also außer seine Depressivität. Aber dass er uns hier hat sitzen lassen und unsere ganzen Probleme, also die ganzen, klar, wir sind traurig, meine Schwester, die war richtig klein, ich war auch nicht gerade erwachsen. Mhm. Und wie gesagt, man ist halt alleine und steht da vorm Loch und fühlt sich total leer. Also wie gesagt, man hat nur noch einen Elternteil. Mhm.
und eine Bezugsperson nur noch. Finde ich auch eine sehr gesunde Regung, dass du auch Zorn hast auf deinen Vater. Ja, wann kam der Zorn? Wie lange hat das gedauert? Also der kam später, auf jeden Fall viel später, weil jetzt... Was heißt später? Ein Jahr später? Zwei Jahre später? So 3 Jahre später. So viel später? Jahre, ja. Bevor, nachdem du richtig so drüber nachdenken konntest. Genau. Also vorher war ich nur traurig. War fast du hast gerade was Interessantes gesagt. Du weißt eigentlich gar nicht, was sein Problem war, außer dass er traurig war. Es gab sonst. Also er hatte einen guten Job gehabt, er war gesund. Genau. Ihm ging es eigentlich ziemlich gut. Also klar, meine Eltern haben sich getrennt und so. Okay, aber er hatte zwei Mädels, zwei nette, gesunde Mädels. Ja. Die wohnten dann wie viele Kilometer entfernt von ihm? 500. Naja, okay, aber... Immerhin, sie waren da. Ja, genau, wir haben uns auch gesehen, er kam auch noch zu uns, überraschenderweise, hat uns besucht, haben uns sehr gefreut und das war das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Konnte ich natürlich auch nicht wissen. Und klar, da gibt es manchmal Phasen, wo man sich echt scheiße fühlt sozusagen und in ein Loch fällt und sich denkt, warum hat er das gemacht, warum hat er uns alleine gelassen? Warum hat er euch das angetan? Genau. Warum ist er nicht in eine Klinik gegangen, warum hat er sich nicht in ärztliche, psychiatrische Behandlung begeben und so weiter? Genau. Habe ich mich auch tausendmal gefragt, aber man kriegt ja keine Antworten mehr. Es ist ja das Schade. Es bist du sicher, dass es nicht doch sonst noch irgendwas gab, was was dazu, irgendwas, vielleicht Schulden oder... Nee, Schulden nicht, also sowas nicht, sowas gar nicht. Also ich kann es mir auch gar nicht ausmalen. Also einfach nur, dass wir nicht da waren und dass er mit der Gesamtsituation unzufrieden war. Irgendwie so, also... Wie hat das denn, habe ich gerade die anderen Anrufer auch schon gefragt, wie hat das denn so dein Leben verändert, wenn du mit 15 so eine Schockmeldung kriegst, mein Vater hat sich erschossen, das ist ja Horror, das ist ja blanker Horror. Also ich bin erstmal in so ein Loch gefallen, auf jeden Fall, und bin erstmal auch ein bisschen depressiv geworden, glaube ich. Und jetzt, ich bin aber stärker geworden, ich habe gemerkt, dass ich so mit den Jahren viel, viel stärker geworden bin, als ich jetzt ohne diese Erfahrung geworden wäre. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass du mit deinen 19 Jahren jetzt schon erfahrener und reifer bist als ein anderes 19-jähriges Mädel. Ja, das kannst du. Das glaube ich, die so ganz normal und problemlos aufgewachsen ist. Ich glaube, dass einen sowas immer weiter, trotz aller Traurigkeit und trotz allem Schmerz, bringt einen so etwas auch weiter. Ja, das stimmt. Aber klar, es ist natürlich total schmerzhaft, zum Beispiel so an Weihnachten oder an seinem Geburtstag, wo man dann halt hier zu dritt sitzt und sich irgendwie erinnert, wie es früher war. Also habt ihr denn viel in eurer Familie, also du mit deiner Mama und mit der Schwester, habt ihr viel über den Vater geredet und redet ihr viel? Ja, es ist manchmal, also nicht immer, sondern also es kommt so phasenweise. Also wir reden schon, aber meistens wird es dann sehr emotional und wir können es dann immer nicht zurückhalten alle. Und aber wir reden schon drüber, auf jeden Fall. Also meine Schwester eher weniger, weil sie war noch sehr jung. Genau, für dich war das viel gravierender, viel prägender. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja. Wie war denn das damals? Seid ihr denn auch zu der Beerdigung gefahren? Natürlich, also wir waren da. Ich habe noch einen Brief an dem Grab meines Vaters vorgelesen, an ihn, was für mich auch sehr, sehr wichtig war als Verabschiedung sozusagen. Was hast du in dem Brief gesagt? Weißt du es noch? Oh Gott, das ist schon so lange her. Also ich habe gesagt, dass ich ihn für immer lieb haben werde und dass ich es nicht verstehe, was er gemacht hat, dass ich den Weg nicht richtig finde, aber dass ich es akzeptieren muss und dass er immer in meinem Herzen bleiben wird und dass er mich nicht vergessen soll. Und habe den Brief dann ins Grab gelegt. Hast du das geschafft? Musstest du nicht zwischendurch weinen? Ich hab's, also am Anfang war es noch sehr zittrig und dann aber dachte ich, das muss jetzt, weil ansonsten, ich kann sonst nicht ruhig leben, wenn ich den Brief nicht vorlese. Du hast das vor vielen Leuten vorgelesen, die da... Das waren so ungefähr 30 Personen oder 40 Personen, die da waren. Und ich habe gesagt, ich muss das machen, dass ich das auch loswerde, dass ich ein etwas besseres Gefühl habe, ihm Tschüss gesagt zu haben. Wie ist das denn heute, wenn du, bist du schon ab und zu mal an dem Grab? Also ich habe es so gemacht, also in den ersten Jahren war ich regelmäßig, sehr regelmäßig. Das liegt ja dann so viele Kilometer entfernt von euch, ne? Nee, das ist hier in Hamburg. Ach, das Grab ist in Hamburg? Genau. Ach so. Ist hier und es ist auch direkt in der Nähe bei uns, also 10 Minuten mit dem Bus fahren. Aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Also wenn ich da bin, dann breche ich immer zusammen und muss ganz doll weinen, klar. Und deswegen habe ich mir jetzt so entschieden, dass ich halt nicht mehr so oft hingehe, aber wenn, dann mit Blumen und intensiv und so. Ja, wenn es dir nicht gut tut, dann gehe nicht hin. Ja, aber klar, irgendwie ist es dann auch so, ich muss hingehen, ist mein Papa und ich muss ihn sehen, sozusagen. Wie kam das denn, dass er dann von dem Ort, wo er wohnt und wo das passiert ist, überführt wurde nach Hamburg? Das haben wir uns so, das haben wir so geregelt, weil er zu seinen Kindern sollte. Ach so. Zu seiner Familie, zu seiner Frau. Und ich wollte das auch, also wenn er in Dresden liegen würde, würde ich damit nicht klarkommen. Wenn einem sowas passiert ist mit dem Vater, hat man da nicht auch eine irre Angst, dass irgendwas mit der Mama mal passiert? Ja,
habe ich auch total Angst. Und zwar ist es so, dass sie auch nicht so gesundheitlich auf dem Damm ist. Also sie war auch schon sehr schwer krank und manchmal auch sehr instabil. Aber da hat man auch natürlich eine riesige Angst, eine riesige, dolle Angst, dass ihr auch irgendwas passiert. Und ja. Aber das darf man dann auch nicht zu sehr, darf man sich nicht zu sehr reinsteigern in die Angst, weil das bringt ja gar nichts. Das macht einem ja nur das Leben und die Gegenwart kaputt. Richtig. Deswegen muss man die Zeit genießen, die man miteinander hat und das Beste daraus machen. Ja. Und sich freuen, dass man sich hat. Ja, genau. Ja. Klar. Liebe Kathi, ich finde dich eine sehr nette junge Frau. Dankeschön. Finde ich wirklich sehr, sehr sympathisch und ich gucke dich auch jede Nacht, wenn ich kann. Ehrlich? Ja. Und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin, wirklich. Also, ja, ich freue mich auch, dass wir haben reden können. Bestell mal deiner Mama und deiner Schwester schöne Grüße von mir. Das mache ich auf jeden Fall. Liebe Grüße an ein nettes Team. Dankeschön und euch allen alles Liebe und alles Gute. Vielen Dank, euch auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Melanie und Melanie ist 18 Jahre. Hallo Melanie. Hallo. Hallo. Hallo Melanie. Du hast dich auch zu dem ernsten und wahrscheinlich eher traurigen Thema gemeldet bei uns heute. Genau, richtig. Was ist passiert? Es geht darum, dass ich vor 6 Jahren mit 12, im Alter von 12, sexuell missbraucht wurde. Mhm. Ja, von einer Klassenkameradin, dem Bruder und, Wie alt war, du warst dann 12? Genau. Und wie alt war der? 18. 18. Ist das mehrfach passiert? Ja, dreimal. Dreimal. Genau. Wo ist es passiert? Also zweimal bei mir im Keller und einmal hinterm Haus. Du würdest sagen, dass du vergewaltigt worden bist von dem... Sexuell missbraucht. Also es kam nicht zum Geschlechtsverkehr, es kam zum Oralverkehr, ja. Zur erzwungenen Masturbation, also ja. Diese dreimal, lagen die nah hintereinander, beieinander? Innerhalb vom halben Jahr. Hast du damals dann irgendwo einen Hilferuf losgelassen? Ich habe mehrere Hilferufe losgelassen. Ich hatte einen Bekannten, ich hatte mich damals mal im Teletext eingetragen und wollte Bekanntschaften schließen, so mit meinen Gleichaltrigen und so. Und da hatte ich einen, mit dem habe ich immer telefoniert und der hat zu mir gesagt, Mensch Mädel, melde dich, geh zu deiner Mutter, sag ihr Bescheid. Und ich hatte so eine Angst. Dem hattest du das erzählt? Den habe ich das erzählt. Und der war so alt wie du? Nein, der war um die 20. Ach so. Ja. Und aber der hat dich dazu, der hat dir Mut gemacht und hat dir gesagt, geh zu deiner Mutter und erzähl es. Genau, richtig. Aber du hattest Angst. Ich hatte Angst. Mir war das total peinlich. Hat der Täter dir auch gedroht oder hattest du ausschließlich Angst? Nein, er hat mir gedroht. Also er hat. Also peinlich meine ich. Genau, er hat dann gesagt so Sachen wie, ich weiß, wo deine Mutter wohnt, ich weiß, wo dein Vater wohnt, ich bringe sie um. Ach so. Ich weiß, wo du zur Schule gehst. Ah ja. Es ist natürlich klar, dass man dann ja in eine solche Angst gerät, dass man, und wenn das dann noch gekoppelt ist damit, dass einem das peinlich ist, hast du geschwiegen. Ja, genau. Ja. Wie lange hast du geschwiegen? Ja, also dieses halbe Jahr habe ich geschwiegen. Also es hat irgendwann in einem Sommer angefangen und das zog sich dann bis Ende des Jahres hin. Mhm. Ja, und dann habe ich es halt meiner Mutter erzählt. Und wie hat die Mutter spontan reagiert? Meine Mutter hat, also eine kurze Vorgeschichte, meine Mutter hat in der Kindheit sowas ziemlich Ähnliches durch und dadurch war das für meine Mutter auch ziemlich schwierig. Sie hat aber natürlich sofort richtig reagiert und hat gesagt, komm Kind, wir machen eine Anzeige, so kann das nicht gehen. Also ich höre ja hier manchmal, dass die Mütter insofern reagieren, dass es den Mädels oder den Jungs, wenn es Jungs auch passiert, gar nicht glauben. Aber das war bei dir dann Gott sei Dank nicht der Fall. Nein. Sie hat es geglaubt. Genau, meine Mutter hat das vorher schon mitbekommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also dann habt ihr Anzeige erstattet und was ist aus der Anzeige geworden? Ja, also ich musste dann mehrmals zur Polizei, um die Aussage zu wiederholen, detaillierter. Ja, dann kam das nachher, ging es vors Gericht und er bekam dann eine Bewährungsstrafe, obwohl er vorbestraft war. Ja. Er war kriminell, gewalttätig. Und er hat das abgestritten? Ja, also es gab ja dann auch eine Szene, da waren ja dann Zeugen und dass das Gericht nicht mitbekommen hat. Es ging dann darum, er hat dann Zeugen gesagt, halt bloß deine Fresse, sag gar nichts. Hast du den dann hinterher nochmal in deiner Umgebung, in deiner Stadtstraße gesehen? Ja, oft.
Das finde ich immer sehr schlimm, wenn die Opfer konfrontiert werden mit den Tätern und die Täter dürfen in der Nähe der Opfer wohnen bleiben. Genau, richtig. Mhm. Hast du denn trotzdem immer noch Angst vor dem? Mittlerweile ist es so, dass wenn ich ihm begegne, dass ich sage, zeig ihm, dass du stark bist, dass er dich nicht runtergezogen hat. Ach, heute siehst du ihn auch immer noch? Ab und zu. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, damals, da warst du dann ja auch noch jung nach diesem Prozess, dass man da schon Angst hat, wenn der dir auf der Straße begegnet ist. Ja, also ich bin dann sofort in das nächste Gebäude rein, also was es ist, wenn eine Gaststätte da war oder so. Mhm. Und habe dann total gezittert und habe einen Weinkrampf bekommen und bin dann erstmal nicht mehr raus. Ich bin da dann geblieben. Ja. Was hat der Mann, dieser Täter, mit deiner dann später aufkeimenden jungen Sexualität gemacht? Ganz viel. Also ich bin teilweise, meine gut, mittlerweile habe ich etwas gelernt, aber ich kann schlecht Nein sagen. Ich habe Angst, dass derjenige mir dann was tut. Also wenn er dann sagt, komm, und ich sage Nein. Ja. Hast du einen Freund im Moment? Nein, im Moment nicht. Aber du hattest schon Beziehungen? Ich hatte Beziehungen, ja. Gelingt es dir denn, Sexualität zu genießen, oder ist es immer noch irgendwie so ein angespanntes Grundgefühl? Teils, teils. Also es kommt öfters mal vor, dass währenddessen, dass ich dann halt dran denken muss. Mhm. Ich kann Sex genießen. Und in welchem Alter? Wann hattest du den Mut dann auf, oder auch die Lust einfach auf einen Jungen zuzugehen? Also meinen ersten Freund, also Händchen haltend, das war noch kurz davor gewesen. Das war auch mit 12. Und danach halt die erste Sexualität, das war auch relativ kurz danach mit 13. Das war dann aber ziemlich spät in der Beziehung. Also wir haben uns dann schon eine ganze Weile gekannt. Wie ist denn das eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, dass das da in der Umgebung, wo du gewohnt hast oder wo du wohnst, war das natürlich dann wahrscheinlich Stadt- und Straßengespräch, als der Typ dann auch angezeigt wurde. Hast du dich da geschämt, über die Straße zu gehen? Oder warst du stolz, dass du gesagt hast, ich habe den angezeigt? Das kann ich so gar nicht wirklich beurteilen, ob das Straßengespräch war. Also in meiner Verwandtschaft, im Verwandtschafts- und Bekanntenkreis war es ein riesengroßes Thema, das weiß ich. Und das war mir teilweise sehr unangenehm, dass sie mich darauf angesprochen haben. Mhm. Ich war natürlich stolz, dass ich ihn angezeigt habe. Finde ich auch, ja, dass du es sein kannst, ja. Ja, aber auf der anderen Seite hatte ich halt auch ein schlechtes Gefühl, also mir Vorwürfe gemacht, wieso hast du mit ihm was angefangen, warum hast du nicht gleich Nein gesagt? Auch immer der gleiche Wahnsinn, ne? Dass sich so junge Leute in dem Alter Vorwürfe machen, warum habe ich nicht Nein gesagt? Was hattest du für eine Chance als 12-jähriges Mädel gegenüber so einem 20-jährigen Kerl, der mit Massivität wahrscheinlich auf dich eingegangen ist? Ja. Da hat man ja gar keine Chance, was will man da machen? Ja, und wenn man dann noch bedroht wird, dann da ist man ja Kind noch, da hat man ja Angst, das ist ja ganz normal. Ja, das stimmt. Und so die Verwandten haben dich darauf angesprochen und haben gefragt danach, was ist da passiert? Richtig, genau. Das ist unangenehm, weil du gar nicht reden wolltest, oder? Genau, richtig, ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Mhm. Ja, also ich finde das toll, dass du auch den Mut hattest, das deiner Mutter zu sagen, dass der Typ angezeigt wurde, obgleich die Strafe natürlich wieder ein Witz ist. Ja. Aber du arbeitest ja an dir und du wirkst auch sehr selbstbewusst. Das ist sicher auch eine Folge der Auseinandersetzung und auch der Therapie. Das heißt, das ist doch ganz hoffnungsvoll alles jetzt. Ja, doch, ich glaube schon. Ja. Liebe Melanie, von Herzen auch dir alles Gute. Danke, gleichfalls. Und vielen Dank für deinen Anruf. Alles bitte, Liebe. Bitte, ich danke auch. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. In der Technik war Stefan Waltershagen. Morgen sind wir auch wieder da mit einer offenen Sendung. Freitagnacht ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema: Ich kann mein Glück kaum fassen. Dann will ich mit so richtigen Glückspilzen hier reden. Bin sehr gespannt, was ihr mir da alles erzählen werdet. Also jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Morgen sind wir um 1 Uhr wieder hier.